Es gibt noch ein sehr ähnliches Spiel wie das Mensch ärgere dich nicht Spiel und das nennt sich Barrikade. Das geht im Prinzip erstmal genauso. Wir spielen das mal hier mit Gelb und Rot aus. Die Spieler haben ihre Figuren schon ein bisschen auf den Weg gebracht. Der Rote war mit einem Stein sehr schnell. Der Gelbe hat vielleicht noch ein bisschen Pech gehabt. So sieht das Spiel jetzt aus. So, bei Barrikade ist es folgendermaßen: Der gelbe Spieler hätte jetzt eine 6. Er geht raus, würfelt noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5. Der rote Spieler ist dran. 1, 2, 3, 4. Das geht eben nicht, weil er nicht auf ein Feld kann, auf dem schon ein anderer steht. Der gelbe allerdings. Wenn der jetzt eine 2 wirft, diesen Wurf angenommen, dann kann der 1, 2 eine Barrikade bilden. So sieht die Barrikade aus, entweder so oder auch so. Dann stehen jetzt zwei Figuren auf einem Feld und 3 Runden lang kann hieran niemand vorbei. Also wenn jetzt der Rote eine 1 wirft, dann kann er noch einen weiterschieben. Dann ist wieder der Gelbe dran. Er wird die Barrikade wohl nicht auflösen. 1, 2, 3. Dann ist wieder der Rote dran. Der Rote hat jetzt eine 3, hat aber keine Chance, hier mit dem weiterzugehen. 1, 2, 3. Er kann hier nicht vorbei. Er kann auch mit einer 6 nicht vorbei. Er kann hier 3 Runden lang nicht vorbei. Muss also zunächst einen anderen Stein ziehen. 1, 2, 3. Jetzt ist der Gelbe wieder dran, wirft eine 1, geht mit dem weiter. 1, 2, 3, 4, 5 für den Roten. 1 für den Gelben. 6 für den Roten. Er kann trotzdem rausgehen. Es ist ja nichts weiter passiert. Es ist bloß so, dass er nicht an der Barrikade vorbei kann. 3 für den Gelben. 1, 2, 3. Und jetzt erst nach 3 Runden muss der Spieler, der eine Barrikade errichtet hat, diese wieder auflösen. 1, 2, 3 und die anderen Spieler können 1, 2, 3, 4 wieder an ihm vorbeiziehen. Das ist die einzige Änderung in diesem Spiel.